Frau Baumann, herzlichen Glückwunsch. Sie haben soeben die Übersetzerbarke erhalten. Was macht das mit Ihnen persönlich? Ich bin sehr, sehr froh und kann mein Glück noch gar nicht fassen. Ich bin dem Übersetzen so lange schon verbunden und mit den Übersetzenden befreundet und finde das einen so wesentlichen Teil meines Berufs, dass ich mir das gar nicht anders vorstellen könnte und fühle mich sehr geehrt. Wenn Sie so zurückschauen, sind ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Hat sich die Zusammenarbeit mit ÜbersetzerInnen im Laufe der vergangenen Jahre verändert? Ja, ich finde, Übersetzende sind selbstbewusster geworden, tun mehr dafür, selber sichtbar zu sein, auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen, über ihre Arbeit zu sprechen. Das hat sich stark professionalisiert und da ist viel Interessantes und Spannendes entstanden und hat, glaube ich, auch das Publikum mitbekommen, dass eben übersetzte Werke nicht einfach hingehext werden, sondern dass da ein ganz interessanter, kreativer Prozess stattfindet. Sie arbeiten bei Schöffling & Co. als leitende Lektorin. Wie geht Schöffling um mit dem Thema Übersetzen und der Darstellung von ÜbersetzerInnen in den Büchern? Also die Übersetzenden werden natürlich genannt im Buch auf der Titelseite. Sie werden auch genannt auf dem Einband oder Umschlag. Wir werben immer in unseren Katalogen auch mit den Lebensläufen, mit den Auszeichnungen, mit den Besonderheiten und Qualifikationen der Übersetzer und Übersetzerinnen. Wir werben damit, dass Übersetzungen bei uns von hoher Qualität sind und dass deswegen die Leserinnen und Leser auch einen tollen Text bekommen, der ihnen viel bietet und wo sozusagen auch etwas gefunden wird in der Übersetzung. Jetzt haben Sie gerade als Preis ein Kunstwerk bekommen, das nur für Sie produziert, hergestellt worden ist, gestaltet worden ist. Wir haben den ersten Tag der Buchmesse. Was machen Sie jetzt die nächsten 4 Tage damit? Ich werde es ins Büro hängen. Der Schöffling Verlag ist ja in Frankfurt zum Glück und wir sind in der Nähe des Hauptbahnhofs und da werde ich das jetzt hinbringen und mein Büro damit dekorieren. Frau Baumann, vielen Dank. Danke Ihnen.